Ich möchte euch mal die unterschiedlichen Aufgabenfelder eines Koppelgebrauchshundes vorstellen, kurz vorstellen, weil ich immer wieder mitbekomme, dass nicht so ganz klar ist, wofür diese Hunde eigentlich eingesetzt werden, wofür man sie benutzen kann. Ich selber biete ja Training an und züchte auch im kleinen Rahmen Koppelgebrauchshunde. Und da hat man schon immer mal wieder Anfragen oder Kontakte, wo man merkt, es ist nicht so ganz klar, was dieser Hundetyp eigentlich arbeitet. Deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach mal dieses Video, wo man das mal kurz zeigt, die verschiedenen Aufgabenfelder, die es gibt. Das Ganze ist natürlich jetzt sehr auf die Schafhaltung bezogen, wie man sie hier in Deutschland immer mehr hat, also kleinere Herden in Anführungszeichen, wobei das Ganze auch an großen Herden geht. Ich arbeite mit meinen Hunden auch mal große Herden, wenn es sich ergibt und das funktioniert. Wir haben ja immer mehr Nebenerwerbs-Schafhaltung oder Hobbyhaltung und da sind im Prinzip diese Hunde auch gute Helfer. Da sind sie Gold wert und auch richtig aufgehoben. Und deswegen wollte ich da mal einen kurzen Überblick schaffen. So, eins der ersten Aufgabenfelder, wenn ich auf die Weide komme, meine Schafe mich vielleicht nicht direkt schon begrüßen, dann brauche ich einen Hund, der mir die Schafe sammeln und bringen kann. Und das bitte auch auf jeder Flächengröße. Je nachdem, wie groß meine Schafherde ist oder was ich beweide, kann das natürlich auch mal ein bisschen größer sein oder es ist nicht ganz so aufwendig, aber ich möchte, dass der Hund es hinbekommt, die Schafe zu mir zu bringen, vernünftig. So. Und so sieht das aus. Dann gibt es noch eine Aufgabenstellung, nämlich dass der Hund die Schafe hinter seinem Mensch herbringt. Das könnte ich zum Beispiel dafür brauchen, wenn ich auf meinen eigenen Flächen
zum Pferch gehen möchte und die Schafe sollen hinter mir her. Das brauche ich, wenn ich Weidewechsel mache und möchte, ja, das vielleicht nicht aufwendig mit Anhänger bewerkstelligen, sondern gehe das zu Fuß und da sollte der Hund die Schafe auch so lange hinter mir hertreiben, bis ich dann angekommen bin. Genau, das ist eine weitere Aufgabenstellung. Dann kommt in der Regel im Arbeitsalltag vor, dass man die Schafe eventuell mal einfärcht, in den Hänger treibt oder durch einen Treibgang, durch irgendeine Engstelle, durch eine Tür oder sowas durchbekommen muss. Ist vom Prinzip für den Hund alles dasselbe. Die Schafe durch eine Engstelle drücken, Färcharbeit im Färch arbeiten, auch im Stall arbeiten können. Die Tiere da vielleicht noch irgendwo hinschieben, rausschieben, was auch immer. Das gehört auch mit zu den Aufgabengebieten dieser Hunde. Anhalten, lauf nicht, lauf! Anhalten! Lauf! 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 Lauf!
Dann gibt es das Aufgabengebiet, dass der Hund die Schafe weghält von etwas. Wenn ich zum Beispiel im Winter die Heuraufe befüllen möchte und möchte dabei nicht von den Schafen umgerannt werden oder den Futterdruck befüllen möchte, auch wenn ich das zum Beispiel mit dem Traktor mache, dass ich da freie Fahrt habe im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich das auch mit so einem Hund machen, indem ich ihm beibringe, die Schafe wegzuhalten. Wobei ich da ein bisschen gucken muss, wie die Örtlichkeiten sind, weil wenn eine sehr große Herde breit vor dem Hund steht, dann kann er die nicht mehr weghalten. Dann muss ich gucken, dass ich die zum Beispiel irgendwo hintreibe, wo eine enge Passage ist, dass der Hund quasi in Anführungszeichen das Loch verstopfen kann. Wenn es eine kleine Herde ist, dann geht das natürlich. Dann kann der Hund auch auf freier Fläche die Schafe weghalten von etwas. Oder auch weghalten, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Tür aufmache, wo die Schafe gleich raus sollen. Ich will aber nicht, dass sie sofort rausstürmen und alles umrennen. Kann ich das quasi auch erstmal mit dem Hund blockieren. Das wäre dann auch weghalten. Gut. Lauf. Weiter. Lauf. Lauf. Anhalten. Weiter. 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 Jawohl. An. Weiter. Gut. Jawohl. Jawohl. Gut. Jawohl. Lauf. Lauf. Weiter. Gut. Hoch. Bremsen. Bremsen. Jetzt ist Schluss. Sheila, jetzt ist Schluss. Dann gibt es noch die Aufgabenstellung, dass der Hund die Schafe treibt, also nicht hinter mir her, sondern flexibel vor mir weg oder auch seitlich zu mir. Das könnte zum Beispiel auch beim Umtrieb vorkommen, wenn ich eventuell so Bedingungen habe, dass vorne keiner laufen muss oder dass man mit mehreren Leuten unterwegs ist und ich gehe mit hinten und der Hund soll die Schafe im Prinzip von hinten treiben. Das kann ich aber auch nutzen, wenn ich auf meinen eigenen Flächen bin und möchte die Schafe irgendwo hin haben. Dann kann das auch vorkommen, dass ich sage, ich gehe auch hinter den Schafen oder ich lasse den Hund die ganz alleine irgendwo hintreiben. Ja, das ist auch noch eine Aufgabenstellung, wo man ein bisschen mehr Training tatsächlich investieren muss, weil das Hinterherbringen, hinter Mensch herbringen, das machen die Hunde ja von sich aus relativ einfach. Das Wegtreiben, das ist dann schon ein bisschen Trainingsaufgabe. Dann könnte es vorkommen, dass ich auf einer Weidefläche bin, wo ich eventuell gar keinen Stall oder Ferch habe, muss aber an meine Tiere rankommen und die sind jetzt nicht so zahm, dass ich da einfach hingehen könnte.
dann kann es sinnvoll sein, wenn ich dem Hund beigebracht habe, dass er die Schafe bei mir hält oder zum Beispiel in einer Ecke hält von der Weide. Das ist immer noch ein bisschen einfacher für den Hund, weil dadurch schon ein Bereich gesichert ist und der Hund nicht ganz so viel abdecken muss. Und ja, dann kann ich mir die Schafe da vom Hund hindrücken lassen und zum Beispiel, wenn ich ein Schaf behandeln muss, mir das fangen, klauen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, wenn ich da irgendwas tun muss oder wenn ich mir meine Tiere einfach mal genauer angucken will. So, ja, dafür kann ich mir die ja auch mal in die Ecke stellen lassen. Dann gäbe es noch das im Prinzip für ein bisschen fortgeschrittenere, nämlich das Arbeiten von mehreren Schafgruppen oder zwei Schafgruppen, das Auftrennen einer Herde, ohne dass ich dafür ein Pferd benutze. Ja, also dass ich tatsächlich auf der freien Fläche stehe. Wenn ich das richtig gut trainiert habe, dann kann das sogar so sein, dass ich mir die passenden hinsortiere, abtrenne und mit dem Hund wegtreibe. Das ist dann schon, ich sag mal, hohe Schule in Anführungszeichen, geht aber. Kann man hintrainieren und ist nicht unpraktisch, habe ich auch schon häufiger benutzt. Spart einem tatsächlich eventuell Equipment irgendwo ranzuschleppen, spart einem ganz konkret auch Zeit, wenn man den Hund so weit trainiert hat.